Beispiel, hat uns alle tief bewegt. Zum Beispiel bei dem Wort spektakulär, ich hätte bestimmt Probleme mit dich. Du hast dein Headset gefunden. Ja, du hast drei Teile eingesammelt. Lass uns wieder mal zusammen musizieren. Wie viele Frösche gibt's? 5, oder? Ja, sage ich ja. Einer war ja schon da und die anderen 4 mussten wir finden. Also rot, grün, blau, braun und gelb. Der gelbe ist am schönsten. Mit Hilfe von Don Geos Maske hast du den Froschchor dirigiert und dafür ein Herz erhalten. Bergsiedlung. Du hast den Froschchor wieder vereint. Das wurde Notizbuch vermerkt. Ja. So, bevor ich wieder was vergesse, kurz mal nachdenken. Aber ich glaube, das war jetzt das. Genau, das mit Maske der Nacht habe ich auch geholt, ne? Ganz kurz. Gelöste Fälle. Ja, genau, die Geschichte des Karnevals. Gab es das beim N64 auch schon, diese gelösten Fälle? Nee, das Tagebuch haben sie vollkommen erneuert. Besser oder schlechter? Und, also das Tagebuch ist eigentlich besser. Das gefällt mir ganz gut, dass wir es erneuert haben. Wie war denn das früher? Ja, früher war das viel grober, weißt du? Da hast du zwar auch gesehen, was gelöst war und was nicht, aber nur durch so einen gewissen Aufkleber. So. Und die haben nicht jede Person quasi dort aufgenommen. Okay. Hier wird ja jetzt alles aufgenommen. Wenn alles irgendwie Sidequest-mäßig irgendwas mit zu tun hat oder so, wird alles aufgenommen, der Bogenschießtypido. Hast du eigentlich schon von der neuen Konsole gehört, von Nintendo? Es kommt bald wieder eine neue raus. Dabei war doch die Wii U erst vor 1-2 Jahren rausgekommen. Ja, wundere ich mich auch etwas drüber. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber ich würde nicht Wii U U. Ne, Wii U 2 dann heißt es. Nee, warte, wie hießen die denn? Wii U No oder so? Ich weiß es nicht, nee. Muss ich mal. Wii U 2.0, ne? Mm-mm. Keine so. Zahl. Ich weiß es nicht. Weniger rauchen. Ja. Quatsch. Das ist mein typischer Standardspruch, wenn jemand hustet. Ja. Ja, ich kenne auch einen, der hat mich immer geärgert und hat immer gesagt, Raucherhusten. Und der ist genauso Nichtraucher wie ich. Ja, das passt eben zu dem Husten. Mhm. Ich hier ja. Irgendwo noch? Ganz kurz mal drüber gucken. Ein Loch. Ist das, meinst du damit die Feenquellen? Nee, nicht Feenquellen, aber... Aber so in die Richtung. Nee, das war... mein generell Löcher. Also ein ist ja nichts, der andere ist die Herzteile. Ich sehe schon ein Loch, wo die ganze Zeit ein Schwerf rauskommt. Eben vor das Loch. Achso. Hast du gar nicht ernst gemeint. Der muss jetzt einfach sein, weil ich habe gesagt, wo der Schwerf rauskommt. Ach, ich habe verstanden, wo das Triforce kommt, habe ich gerade verstanden. Nee, ich weiß. Deswegen. Ich wundere mich gerade, wo das Triforce kommt, hä? Was war das gerade für eine Maske, eine Eulenmaske? Ne, Eulenmaske, was? Klar, ich bin das Inventar wieder öffnest. Au! Was? Du bist eine Frau? Ja, Quatsch, okay. Ich lasse es ja schon sein. Mhm. Also, wenn du, ja, gleich zeige ich dir nochmal, was ich meine. Ja, Krabbelminen hat man jetzt hier erhalten. Warum auch immer. Warum kann ich mich jetzt gar nicht melden, was man hier Krabbelminen kriegt? Das haben sie jetzt auch neu gemacht. Bestimmt irgendeinen Grund jetzt. Weil irgendein Riss irgendwo ist oder so. Naja, machen wir weiter. Autsch. Das hat wehgetan. Ach, du sollst beim Pferd aufsteigen. So. Zack. Ach, bin ich jetzt so schräg rangelaufen, Subi? Und, sehr gut. Okay, hier gab's, wie man mich gehört hat, es gab ja zwei Bugs. Es gab ja einmal einen Bug, über den Zaun zu kommen, indem man quasi, ne, genau, hier ging's zum Friedhof, genau. Da gehörst du eigentlich auch hin. Findest du? Ja. Sehe ich so schlimm aus? So alt. Ach so. Okay. Nee. Du bist ja erst 69 Jahre. Stimmt. 79. Nee, 96, weißt du. Quatsch. So, jetzt brauchen wir die Maske hier. Ja, warte halt. Achso, öffne mal wieder das Inventar, damit du weißt, welche Maske ich meine.
Das auf der anderen, genau das, das da, hier diese weiße. Ja, das ist die Bremer Maske. Gemeint ist gerade die hier gedacht. Ja, damit kannst du Jungtiere an. Ich würde gerade sagen, nach Bremen fahren. Es hat ja Bremer Maske. Mhm. So, jetzt wenn wir die Maske hier aufsetzen, weil die brauchen wir jetzt, um da oben durchzukommen. Es wäre aber schön, wenn sich die Bombenrad nicht mal in Ruhe lassen würden. Was es da für Masken gibt. Das sieht aus wie ein Zigeuner. Hey, was für eine schöne Maske. Sehr schöne Tiere, ja. Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas, die einst nach den Geheimnissen des verwunschenen Schlosses betrachtet. Und, was noch? Und B sind sie doch ziemlich intelligent. Mhm. Okay. Und die mögen dich offensichtlich. Also mit anderen Worten, du bist eine Ratte. Damit sollte es möglich sein, die wandernden Geister seiner einzigen Gefolgschaft herbeizurufen. Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. Ich hab mal gehört, hier gab's einen Bug. Genau, da war ich kurz vorhin abgebrochen. Es gab ja einen Bug. Den, weiß gar nicht, den wollte ich ja vorhin mal testen, ob der noch da ist. Den haben sie gepatcht auf jeden Fall. Und zwar gab es einen Bug, da lässt man Explosionen irgendwie. Mhm. Also verursacht man eine Explosion. Und dann springt man als Corona hoch und während dann die Explosion stattfindet, man als Corona in der Luft ist, fliegt man über den Zaun rüber, wo man normal, ja, eigentlich mit dem Pferd rüber muss. Dann mach mal vor. Ja, das habe ich ja schon ausprobiert, geht ja nicht, das haben sie ja gepatcht. Das war eine Sache, das haben sie halt rausgenommen und dann gab es hier irgendwie auch noch einen Glitch. Also hier an der Stelle, weil hier kommt man ja normal nur hoch, wenn man die Maske auf hat. Ne, dann erscheint ja der Baum, wie wir gesehen haben. Lässt der Typ dann den Baum hier erscheinen. Wieso kommt er dann nur mit der Maske hoch? Kann er nicht springen? Hat er doch eben gerade erklärt. Ich hab's gerade verstanden. Ja, der Geistertyp lässt einen Baum erscheinen und... Ach so. Weil der Geistertyp sagt dann, ja, du brauchst die Maske, weil die geisterhaften Erscheinungen da... Die, ja. Beziehungsweise du brauchst die Maske für die geisterhaften Erscheinungen, ja, so. Wie sagt man so schön, Gott sei Dank gibt's Autos, damit kann man sich schnell vorwärts bewegen, ja. Nicht wahr? Ja, so sieht's aus. Ja, deswegen bin ich auch etwas früher da als geplant. Ach so. Ja, ich hab mal voll aufs Gaspedal getreten, so lange, bis mir der Motor fast um die Ohren geflogen ist. Okay. Zwar kann ich nichts sehen, aber ich spüre den kalten Hauch des unsagbaren Bösen, der uns umgibt. Kannst du denn nicht mit einer deiner Masken das Böse aus seinem Versteck locken? Nein! War das schon hier unten? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es erst oben. Wagst dich, das Böse aus dem Versteck zu holen? Lol, die fangen jetzt schon hier unten an. Eigentlich im Original war es erst oben, wo es anfing mit den Leuten. Meister, ihr habt gerufen. Drei Ausrufezeichen. Was bist du? Ja, ich bin. Zwischenboss? Nein, ist kein Zwischenboss. Das ist eine Lusche. Ja, unglaublich. Du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Okay, von denen laufen wir jetzt mehr rum. Und die kennt man ja auch aus dem Original und die geben einen halt lauter Tipps. Wie man dann, und so kommt man nachher im Ikana-Volk auch weiter. Na gut. Willst du das Tal von Ikana durchqueren, so Ziele mit dem Pfeil der Dinge einfrieren kann auf die Bestien im Fluss? Es zu glauben, ein Licht lügt nur bei dir. Ah doch! Doch, stimmt. Die tauchten ja schon hier unten auf, um dass man den Tipp kriegt quasi. Es zu glauben, ein Licht liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unseren Körper zu unterlassen, das ist der Weg des Garo. Der kalte Hauch kam also von diesem Typen. Es sind noch andere von der Sorte in der Gegend. Vielleicht können wir von denen eine weitere Information erhalten. Naja, das war offensichtlich eigentlich, aber okay. Ist halt einfach gemacht, ne? Ach, schon wieder. Tauchen die ständig auf. Meister, ihr habt gerufen. Was bist du? Soll ich mal kurz treffen lassen? Das ist immer derselbe Text. Ja, die Seele des Komponisten, den man Moll nennt, ruht im Friedhof von Ikana. Ich hörte seinen Bruder, Dur sei auch in diesem Land. Ist zu glauben, ein Licht liegt nur bei dir. Ja, genau. Den Textkämmer. Was? Moll und Dur? Yep. Um Gottes Willen, haben wir noch den Rest der Tonleiter mit dabei? Nee, ich glaube nur die beiden. Okay. Jetzt sprechen wir mit diesem merkwürdigen Typi hier, den wir irgendwoher kennen. Hey, ein Schwert hast du da. Hehe. Seit einiger Zeit zu treiben. Zeit treiben Horden von Geistern ihr Unwesen Ikana am anderen Ufer des Flusses. Ich glaube, es sind die Geister der Königfamilie von Ikana. Aber da hier sonst niemand mehr lebt, bin ich hergezogen. Hey, nur noch so ein armer Irrer und seine Tochter erforschen hier die Geisterwelt. Wen ist schon, dass du ein nettes Schwert hast? Darf ich es kurz ansehen? Nö. Ja, mach mal. Hey. Ja, wirklich? Ich will dir nicht auf die Nerven fallen, aber... Was, dieses rote Ding, was ist das? Es sieht bedrohlich aus. Was für ein rotes Ding? Ja, hier, das da. Habe ich auch nie verstanden, was das damit jetzt nicht auf sich hat.
Wieso wird die denn plötzlich rot? Ich glaube, weil er es stehlen will, quasi. Ja, der arme Irre und seine Tochter und Ikana haben es tatsächlich geschafft, die Geister mit einer gigantischen Musikbox in die Flucht zu schlagen. Aber etwas so lachhaft Großes lohnt es nicht zu kaufen. Aber ich spreche nur für mich selbst. Hehe. Natürlich spielt die Musikbox nur, wenn sie durch die Strömung des Flusses angetrieben wird. So etwas kann man eh nicht stehlen. Von daher, ich glaube nur wirres Zeug. Hehe. So. Wo ist es ein Schwert? Kannst du dem nicht eine reinhauen eigentlich? Nein, das wird hier nicht gestattet. Warum? Das ist doch unfair. So, jetzt wenn wir die mal einfrieren, so wie es schon wie wir schon als Tipp bekommen haben. Oh, jetzt haben wir die beiden direkt mal einfrieren. Wäre das nicht sinnvoller, ihm einfach eins. Ja gut, das spielt jetzt halt nicht auf Brutalität, ne? Ja. Sicher. Deswegen musst du mit einem Schwert auch alles abmetzeln, was dir in den Weg kommt, nicht wahr? Mhm. Ach, da drüben ist der. Ach, jetzt hab ich's vergessen. Wer hat da Schwarztee gekocht? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wenn du es nicht warst und ich nicht war, dann war es der andere. Ist das jetzt der Ernst? Das Zeug trinkt doch kein Schwein. Wo ist mein leckerer Pfefferminztee abgeblieben? Ja, danke, dass ich was zu trinken habe. Ich trinke das Zeug nicht. Dann kann ich doch nachher nicht schlafen. Was anderes. Ja, was? Hast du mir noch alles weggenommen? Ah, von Baum zu Baum hier. Jetzt muss ich mal gucken. Wasser. Wo ist die letzte Flasche? Ach. Zack. Oh. Die hast du mir doch bestimmt auch weggenommen. Ganz knapp kommt man hier im Baum ran. Ich glaube, das war früher, glaube ich, genauso. So, dann muss man die Goldschatulle hier holen. Das ist mal quasi ein ganz kurzer Einblick, aber. Ich würde erstmal vorschlagen, wie gesagt, da müssen wir es später nicht machen, dass wir erstmal uns um Kaffeis Quest kümmern. So. Okay. Ah, scheiße. Tut uns leid für den kurzen Tonaussetzer, den wir manuell herbeigeführt haben. Ja. Da wir uns gerade etwa eine Stunde unterhalten haben. Offscreen! Das muss ich alles rausschneiden, nicht wahr? Ja. Das ist so typisch, wenn man nach Hause kommt, da muss man erstmal reden. Ja. Wir können den Herr Schneider organisieren, der kann uns das dann rausschneiden. Ach, ich bin selber der Herr Schneider. Okay. Wir haben ja Schneider bei uns, ne? Ja. Wir arbeiten hier am Baumarkt und wir haben da Schneider. Ah. Wir haben sogar Schneiderschirme. Haben wir sogar. Schneiderschirme? Ja, von der Firma Schneider. Ah. Und so, die erzeugen Schirme, unter denen man schneidern kann. Na, nicht wirklich, aber. Ich wollte nur mein Ketchup dazu geben. Ach so, ich mag eigentlich lieber Senf. Ich nicht, deswegen habe ich Ketchup gesagt. Okay. Es regnet übrigens bei dir. Ja, das merke ich. Aber Gott sei Dank bin ich, habe ich eine Kopfbedeckung an und... Meinst du deine 10.000 Haare? Oh. Ich meine eigentlich die grüne Mütze, aber ach okay. So. Na, oh, ich wollte nur eine Rolle machen. Ach, die habe ich noch gar nicht ins Dings aufgenommen. Ach Gottchen. Ach, das ist ein Hinweis, ups. Ein Hinweis. Okay, die haben den Hinweis mit den Zoras gebracht. Du hast etwas über die Beleuchtung der Höhle im Zoras erfahren. Ist das jetzt dein Ernst? Da sind wir doch schon lange dran vorbei. Die Zora-Wind soll in der Höhle des Zoras proben, aber der für die Beleuchtung zuständig. Mir fehlt. Ja, keine Ahnung, die nehmen jetzt hier alles auf Hinweise und so. Das ist doch doof, weil das hatten wir doch schon. Ja, irgendwie schon. Das fand ich jetzt auch ein bisschen komisch. Wäre nicht sinnvoller der Hinweis fürs nächste Volk? Das wäre sinnvoll, ja. Oh, jetzt... Was ist das zwischenzeitlich mal passiert? Das ist echt nervtötend. Aber irgendwie gefällt mir nicht, dass wir jetzt die Maske vom Garo-Meister haben. Wieso gefällt dir das nicht? Ja, weil Originalwald sah so eine Spezialmaske da, die auch eher diesen Typen stylen würde. Wobei ich muss zugeben, oh. Dass du jetzt nicht mehr steuern kannst? Nee, das nicht. Das wäre aber eine interessante Zugabe, muss ich sagen. Okay. Wäre mal interessant, wenn du das zugeben würdest, dass du nicht mehr steuern kannst.
Da hast du schon geschlagen, Boy. Ja. Was zum Heiligen? Karl, machst du da? Ja. Tja, wer es weiß, ist weiß. Du kommst mir heute etwas hilflos vor, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Hilflos nur. Ist mir schon öfter passiert, dass ich da mal runtergekommen bin versehentlich. Bei mir im LP noch nie. Tja, machst du Glück. Im Let's Pack. Let's Poops. Let's Poops. Oh Mann. Let's Popel, genau. Nein, wir machen kein Let's Popel. Dafür müsste ich mir A, eine Kamera anschaffen und B, ist das eklig. Ja toll, jetzt weiß ich den Code gar nicht. Und ja genau, das passt jetzt gerade mit. Jetzt weiß ich den Code gar nicht. Sprich ihn an. Der Code, aber was war denn jetzt da neu? Ah, jetzt den Hinweis, ne? Oder? Das geht ja automatisch weg. Egal, komm. Ja. Der Code. 4, 2, 3, 12. Ach, bist du schnell weggedrückt. Ist das jetzt dein Ernst? Wir müssen gleich sowieso in der Zeit spielen. Und danach mache ich endlich mal die Kaffeis Quest, so wie es das gehört. Kafka. Mach doch Kafkas Quest. Kafkas Quest, ja. Guter Buchautor. Achso, das war ein Buchautor. Bin so unwissend. Keine Ahnung. Hattet ihr nie was von dem in der Schule? Nee. Immer mit deiner Bombenmaske. Aber damit gibt man wenigstens keine Bombe aus. Buff. Ja, das ist praktisch an der Maske. Und sie tut höllisch weh, wenn du kein Schild davor hast. Ja, der Schild ist ein Trick. Der Schild ist kein Trick, sondern ein Cheat. Das ist kein Cheat. Doch, du hättest dich verletzen müssen. Das ist ein Cheat, du Cheater. Wenn dein Gesicht explodiert. Ja, stimmt, eigentlich müsste sich ja verletzen. Ne? Realistisch gesehen. Wenn dein Gesicht explodiert. Müssen wir jetzt die Kaffeis-Quest sogar direkt zweimal machen? Warum? Oder wiederholen jetzt null. Genau. Ja, genau, das ist dann. Dann habe ich mich in dem einen Part geirrt. Dann ist das die. Na gut, wobei ich will nichts vorweg sagen, bevor ich dann doch wieder falsch liege. Aber wenn es so bleibt wie im Original, dann ist das jetzt die Flasche, die ich hole. Die sechste. Der Kaffeis Quest. Weißt du, hast schon die sechste Flasche? Das wäre dann die sechste, ja. Mein Gott, bist du ein Flaschensammler. Ja. Wie viel gibt das dann im Endeffekt? Ja, wenn wir es genau. Insgesamt müsste jetzt eine mehr sein, also 8 insgesamt. 6 mal 0,25. Nee, neben mir sind ja jetzt hier auch meine Flasche, deswegen. Na, dann sind 7 Flaschen. Nee, 8. Soll jetzt eine mehr sein, weil früher waren es 6. Jetzt sind es 7 und du bist ja auch noch eine Flasche, deswegen. 8. 8, ja. Ja, stimmt. Na gut, wobei da hinten auf dem Bett, ich weiß nicht, ob das nicht auch noch eine Flasche ist. Stimmt, ist auch eine Flasche. Stimmt, dann sind es 9 sogar. Darfst du sowas sagen, wenn du möchtest? Auch wenn dein Mikrofon das jetzt dich nicht gerade nicht aufgenommen hat. Ja, ganz leicht. Ja, gibt's noch irgendwas vorher zu machen? Hä, was ist das da unten? Halt, Moment, was war das gerade unten? Was will ich jetzt gerade machen? Das war ein Eintopf. Ich habe doch gerade was gesehen, statt. Ich nicht. Er zeigt dir einfach nur an, was. Ich glaube, das zeigt einfach nur an, was man verliert. Achte mal unten drauf. Achte mal unten drauf, da ist es eine Fee angezeigt einfach. Wahrscheinlich heißt es einfach, dass ich den Fortschritt einfach verloren habe. Guck mal, ganz unten. Siehst du das? Ja. Da ist eine grüne Fee. Das war die gemeint wahrscheinlich, die ich im ersten Tempel eingesammelt habe. Ich meine, die jetzt auch wegspüren. Acht mal drauf. Nee, ne? War nichts zu sehen. War nichts zu sehen, aber sie ist nicht mehr da. Ja, dass sie ist nicht mehr da, ist klar. Ja.
du warst schon erst im zweiten Tag und hast trotzdem... Ja, Karfai-Quest geht über alle 3 Tage. Das ist ja das. Ach so. Und, den Karfai möchte ich jetzt unbedingt mal kennenlernen. Mach mal langsamer. Ach, Quatsch. Maske, sonst funktioniert das gar nicht erst. Ich hab ja, halt, Moment, ich sehe, ich hab die Maske noch gar nicht geholt. Nee, oder? Du willst jetzt Karfais Quest machen und hast die Maske nicht? Lol, ich hab die noch gar nicht geholt. Was? Soll ich dir jetzt sofort eine schmieren oder erst später? Na, lieber später. Also deine Stulle, ja? Hm? Ich schmier dir deine Stulle. Ja, genau. Schmier mal später. Genau, was macht die Frau mit ihrem Arsch? Ihm Brot schmieren und zur Arbeit schicken. Ja. Aber this is not a problem. I going to the... Vergiss Englisch. Du kannst es nicht. What? My English is not perfect, but it's not a... Dingens, warum es gedünnt. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Soll ich dir jetzt gleich den Mund mit Sekundenkleber zukleben oder erst später? Sag mal so, mein Englisch ist zwar grausam, aber das heißt jetzt nicht, dass ich... Oh. Das heißt jetzt aber... Junge, konzentrier dich aufs Spielen und nicht aufs Reden, okay? Ja, ich konzentriere mich aufs Spielen. Kannst, nein, das ist, du kannst nicht multitasken, du kannst nur eins. Natürlich kann ich multitasken. Nein, doch, sieht man doch. Das hier passiert mir ständig, wie gesagt. Das ist mir auch schon selber beim Zocken passiert. Wo ich selber meinen Privatspielstand gezockt habe. Soll ich dich jetzt auslachen? Ich muss gerade sowieso ein bisschen Zeit hochschlagen. Ich könnte zwar die Zeit wieder schneller machen, aber... Ja. Beim nächsten Mal ziehe ich dir das Ohrläppchen so lang, dass es am Boden festkleben kann. Okay. Meinst du jetzt ernst? Das ist ja furchtbar, was du da zusammensprichst momentan. Du warst viel besser. Dann musst du mal in den Parts zurück und dann siehst du, dass du es nicht gemacht hast. Nicht die ganze Zeit daneben gesprungen bist. Ja, hatte ich da mehr Glück gehabt? Nein. Doch. Du hattest gleich einfach 2 Liter mehr Cola im Blut. Stimmt, ja. Die Cola gibt mir Power. Ich muss aber zugeben, das ist schon langsam eine Sucht bei mir, stelle ich fest. Weil ich langsam? Weiß nicht. So, jetzt habe ich wieder den Code vergessen, so wie immer. Ja. Ich organisiere dir eine 2-Liter-Spritze, dann können wir die aufziehen mit Cola und du kannst dir direkt intravenös geben. So wie Barney, ne? Der dann so ein Filmding gewonnen hat und wo er dann berichtet, wie scheiße sein Leben ist mit Alkohol und so. Und dann sagen die, sie haben gewonnen und sie kriegen gleich eine ganze gratis 20 Liter Alkohol. Oder wie viel das war. Oder mehr sogar. Und dann sagen die, ja, hier. Und dann hat er gemeint, ja, spritzt mir gleich ins Blut, spritzt mir gleich in die Blutbahn. Ja, legt's mir intravenös. Aua! Du solltest dich nicht jedes Mal treffen lassen. Warum nicht? Du musst der Spinne auch eine Chance lassen. Ach, stimmt auch. Ja. Man muss den Spinnern auch eine Chance lassen. Hast du schon mal über ein Nasenpiercing nachgedacht, damit die Rotze da dran hängen werden kann? Warum nicht? Einen kleinen Rotzfänger hast du ja schon. Der kommt ja an einem gewissen Abstand wieder ab. Und das ist nicht zu knapp. Also halt der Lapp. Ich mach den lieber mal klar, ich hab... Ja, okay, soll ich die Zeit jetzt mal kurz wieder schneller machen, weil es macht erst um 10 Uhr Dings auf. Ach, wir haben doch 7.56 Uhr, du kannst doch ein bisschen die Zeit totschlagen, ein bisschen die Kiste zertrümmern, dann kannst du mit dem Kleinen vielleicht noch aufs Klo gehen und... Hey, Kleiner, kommst du mal kurz mit? Das meinte ich nicht, mit deiner Spielfigur solltest du mal aufs Klo gehen, damit der für den Tag auch bereit ist. Sonst macht er sich noch in die Hosen. Nee, der macht sich nicht in die Hosen. Sicher? Ja, der braucht nie was. Stimmt, der isst auch nichts. Ja. Aber er trinkt aber Milch. Ja, nimm den mal die Bälle da weg. Das geht auch gar nicht. Schade. Ja, könnte man irgendwas machen mit Zeit zu schlagen? Ach, nein.
Genau, hier kriegen wir dann gleich zusätzlich noch neue. Genau, kriegen gleich zwei neue Masken, damit wir Kaffeis Quest gemacht haben. Und die da wären? Kaffeis Maske 1 und Kaffeis Maske 2. Und die verbinden sich dann und werden zu Kaffeis Maske 3. Und das ist gar nicht so gelogen, wenn man es genau nimmt. Interessant. Ja. So eine Arbeitshose hatte ich auch mal. Ja? Schon lange her, ja. Passt mir auch nicht mehr, ich bin zu dick geworden dafür. Okay. Na, ich gehe mal ein bisschen vor. Schlag ein bisschen davor die Zeit tot. Das ist, glaube ich. Oh, wie lange ist das jetzt her? Vorgestern war's. Quatsch. Na gut, vorgestern. Moment, wenn ich jetzt mal genau überlege, dann müsste das. Ach, das ist mehr. Dann müsste das letzte Woche gewesen sein. Nein, das ist mehr Jahre her. Bitte lach mal jetzt sagen, was du gemacht hast, du musst letzte Woche legen. Nein, nein, das ist mehr Jahre her. Alle Jahre wieder. Und das Christus Kind auf die Erde nieder, wo wir Menschen. Ach, Scheiße, mein Gott. Scheiße, du kennst den Text, jetzt habe ich mich mal voll blamiert. Natürlich! Ich kenne so ziemlich jede Texte in dieser Art und Weise auswendig. Das ist ja auch nicht weiter schwer. Schwierig. Schwierig. Da hat jemand deutsche Sprache gut gelernt. Nix, deutsche Sprache. Ist ja voll lustig, ne? Ich habe da eine Kollegin. Nein, halt, das habe ich in einem Part schon erzählt. Das habe ich gemoppelt. Hält besser. Nee. Nee, aber auf jeden Fall, bei uns ist echt lustig. Die haben so ein Farbmischcenter, ne? Bei uns, bei der Farbabteilung. Und da sagt die eine Kollegin, die an Hauptinformation sitzt, die, ja gut, die hat jetzt auch nicht deutschen Ursprungs, aber die kann recht gut Deutsch reden, aber trotzdem sagt die immer, wenn sie einen Mitarbeiter zum Farbmischcenter ruft, sagt die immer, bitte den Farbmischcenter besetzen. Was heißt das Farbmischcenter, was? Tja, den Farbmischcenter. Tja, das ist. Und einen habe ich mal korrigiert, ne? Und dann musste ich voll lachen. Und dann hat die gemeint, Hans, ich mochte dich sonst immer. Das war voll witzig. Ja. Bitte besetzen Sie das Farbmischcenter. Ja, jetzt war irgendwas anderes, was sie gesagt hat, aber das war. Genau, genau. Sie hat gesagt, könntest du bitte die Einkaufswagen schieben? Und das heißt ja Einkaufswegen, weißt du, ist ja die Mehrzahl. Dann habe ich sie darauf hingewiesen und habe dann gesagt, das heißt so und so. Und dann hat sie irgendwann später, so einen Tag später oder so zwei Tage später was gesagt und dann hat sie gemeint, ah, war das grammatikalisch so richtig? Tja, ja, das ist die Grammatik in Deutschlande ist nicht immer so leicht. Das wissen wir. Ja. Deutsche Grammatik schwierig.